Hallo liebe Sportfreunde hier aus der Sporthalle Dorf Mecklenburg. Ich begrüße Sie zum Spiel des Mecklenburger SV gegen Grünwald-Spirin 1. Es ist ein heißes, brisantes Duell. Wir haben es im Hinspiel gesehen vor einigen Wochen. Es ging ganz knapp 31-32 für Spirin aus. Das heißt, wir erwarten hier eine spannende, mitreißende Partie. Und dann schauen wir mal, wer am Schluss das bessere Ende für sich hat. So, jetzt hat das Spiel begonnen zwischen dem Mecklenburger SV und Grün-Weiß-Schwerin. Anwurf Grün-Weiß-Schwerin, also dementsprechend Grün-Weiß in Grün, Dorf Mecklenburg in Rot-Schwarz. Und da der erste Wurfversuch von Joda Wenk scheitert noch an der Torhüterin. Sehr schnelle Eröffnung zum Konter, der von Jule Kluth clever ausgebremst wurde. Da stand Katrin Feld vorher schon im Kreis, daher der Pfiff vom Schiedsrichter. Und Sandra Johannesson mit dem ersten Treffer zum 1:0 für Dorf Mecklenburg. Das wollen wir nicht sehen. Das geht gleich mal mit 3-4 technischen Fehlern am Stück los. Gefahr ist gebannt. Der Ball ist wieder in der ruhigen Zone hier. Spielaufbau bei Dorf Mecklenburg. Erst der Pfostentreffer von Sandra Johannesson, dann der Nachwurf von Katrin Feld zu 2:0 für Dorf Mecklenburg. Aber sind wir mittlerweile gewöhnt, Schwerin startet sehr, sehr schwierig immer oder sehr, sehr behäbig in ihre Partien. Bleibt nur zu hoffen, dass sie heute nicht allzu lange brauchen.
darum sage ich es. Schöner Rückraumtreffer von Benny Künzel. Die jetzt verkürzt um 2:1. Und Anna Pöschel mit der ersten Parade, aber auch gleichzeitig dem Fehlpass. Und Katrin Feld besorgt durch ihren zweiten Treffer die 3:1 Führung für Mecklenburg. Und Sandra Johannesson macht weiter, erhöht zum 4:1 für Mecklenburg. Und Schwerin hat momentan noch nicht wirklich ein Mittel oder eine Idee, eine Strategie gefunden, um das Abwehrbollwerk dort der 6-0-Deckung bei Dorf Mecklenburg zu knacken. Jetzt mal hätte es fast geklappt mit dem durchgesteckten Ball an den Kreis. Aber auch da war die Abwehr wachsam. Hochversuch in den Block. Und dann der nächste technische Fehler. Für alle, die es nicht gesehen haben, die Außenspielerin mit der Nummer 8, Diana Marten, stand mit dem Fuß im Aus, daher der Einwurf für Schwerin, der jetzt ausgeführt ist. Leistung zum 4:2 Anschlusstreffer für Schwerin. Aber Schwerin besteht natürlich nicht nur aus Wendy Künzel, da müssen auch andere in die Bresche springen. Insbesondere die beiden Aufbauspieler Joda Wenk und Jule Kluth. Schön durchgesteckt, langes Kreuz, dann der Aufsteiger und die Ablage zum Kreisläufer. Den Jana Marten hundertprozentig verwandelt zum 5:2. Und im Gegenzug Jule Grünwald mit dem Wurfversuch, verzieht aber. Schön herausgespielt, über das ganze Feld breit gemacht, sodass auf der Linksaußenposition Jana Dirschauer frei war, aber Wurfpech hatte, indem sie den Ball ans Lattenkreuz feuert. Trotz alledem bleibt Dorf Mecklenburg im Ballbesitz, da der Abpraller in den eigenen Reihen blieb. Thank you.
Sehr gut aufgepasst. Aber es helfen alle guten Abwehreinsätze, wenn durch technische Fehler, so wie eben hier gesehen durch Anna Pöschel, die Arbeit wieder kaputt gemacht wird. Und anscheinend besteht Schwerin heute erstmal momentan nur aus Lenny Künzel, die mit ihrem dritten Treffer zum 5:3 verkürzt. Diesmal gut aufgepasst von Jule Grünwald. Mittlerweile der dritte Pfostentreffer von Dorf Mecklenburg. Diesmal aber der Abpraller bei Schwerin. Schieß jetzt mal auf. Auch eine schnelle Zuarbeit versuchen, aber taktisch gut gestört von der Nummer 7 von Annette Dreves, die sich dafür die gelbe Karte einhandelt. Und somit erneut der Spielaufbau bei Schwerin. Taktische Leistung, wo jeder in Bewegung war, mit der Ballbewegung und lag im Gegenzug. Der Gegentreffer, bleibt nur hinzuzufügen, Jule Grünwald zum 5:4 Anschlusstreffer. Und dann, Entschuldigung, Jana Martens wieder mit der 2-Tore-Führung zum 6:4. Aber wir haben gesehen, so kann es gehen, wenn alle in Bewegung sind, ohne Ball, ist Schwerin in der Lage, mit taktischen Varianten hier die Abwehr auseinanderzunehmen. Das war natürlich ein klicklicher Versuch, der geht in die Wolken von Jule Kluth. Das kann sie besser. Jana Dirschauer zeigt uns, wie es geht. Einfach mal geradeaus und erhöht zum 7:4. Nächste Ballverlust auf Schweriner Seite. Schnelles Umschalten, Dorf Mecklenburg. Schöner Pass auf die Nummer 14, auf Steffi Böhnke. Die zum 8:4 erhöht für Dorf Mecklenburg. Jetzt Jona Wenk, genau. 1-1 Situation. Über taktische Sachen nicht geht, da muss es darüber gehen. Und das nutzt Jola Wenk aus mit ihrem ersten Treffer. Unmissverständlich. Anna Pöschel mit der ersten Parade und mit dem Glück, dass der Nachwurf am Tor vorbeigeht.
und Jana Martin mit ihrem dritten Treffer und zum 9:5 für Mecklenburg. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Marie Kindschall verkürzt zum 9:6. Das ist aber auch das Bild, was die Schwerinerinnen seit Wochen abgeben. Sie produzieren unheimlich viele technische Fehler, machen sich das Leben dadurch selber schwer. Und es gibt halt auch Mannschaften wie Rostock, wie letzte Woche oder auch hier Dorfmecklenburg, die diese technischen Fehler zu Genüge ausnutzen. Ein abgefälschter Ball, keine Chance für Anna Pöschel. Steffi Böhnke zum 10:6. Aber zumindest stand die Abwehr schon mal auf der Wurfhand. Man konnte zwar nicht erfolgreich blocken, aber sie waren an den Ball dran. Nächste gelbe Karte für Katrin Feld. Wendy Künzel verkürzt zum 10:7 für Schwerin. Tolle Parade von Anna Pöschel. Und einer gelben Karte für Joda Wenk. Für mich nicht ganz ersichtbar, wofür. Schwerin im Glück, Dorfmecklenburg mit Pech. Ans Lattenkreuz. Somit die Chance auf 2 Tore zu verkürzen für Schwerin. Die immer noch nicht sehr sattelfest wirken in ihren Angriffsbemühungen. Kläglicher Wurfversuch von Jule Kluth, ohne Gefahr, ohne Kraft. Wird auf Mecklenburg jetzt auf dem Feld Judith Dreves, die gestern auch im Einsatz war für die TSG Wismar beim Bundesligaspiel. Und Marie Kindschall scheitert eigentlich in ihrer Paradedisziplin an Sandra Lamprecht. Und Sandra Johannesson im Gegenzug erfolgreich zum 11:7. Jetzt auch schon der Torwartwechsel auf Schweriner Seite. Susi Grimm im Tor mit der Nummer 22. Bleibt ihr zu wünschen, dass sie etwas mehr Glück hat. Und die Abwehr natürlich auch kräftiger zu fest. Oh. Ah, mein Kameramann sagt mir gerade, Nummer 19 ist auf dem Feld, Kerstin Felkel. Hat gleich eine gute Aktion. Und die gelbe Karte für Sandra Johannesson. Das heißt, Dorfmecklenburg ist ausgereizt an gelben Karten. Oder? Ja, 3 gelbe Karten auf Dorfmecklenburger Seite. Das heißt,
Dort wird nur noch mit einer 2-Minuten-Strafe geahndet. Und Joda Wenk mit einem schönen Hüpfwurf als Rechtshänderin von der halbrechten Position. Kein einfaches, aber sie macht es sehr gekonnt und verkürzt zum 11:8. Situation mal an Worte. Wunderschöner Block von Kerstin Felkel. Jule Grünwald fast beherzt zu, hat die Kontrolle, den Blick für die ablaufende Marie Kinscher, die mit ihrem zweiten Treffer zum 11:9 verkürzt. Und da fast der nächste Ballgewinn. Da hat sich Katrin Feld sehr robust durchgesetzt, bekommt den 7 Meter. Und Jana Dirschauer jetzt gegen Susi Grimm am Punkt. Und Susi Grimm mit der Parade, mit dem schnellen Schritt unten in die Ecke. Das muss den Schwerinerinnen doch Sicherheit geben. Jetzt läuft es vorne etwas besser, hinten ist der Torhüter an den wichtigen Bällen dran. Oh, komisch. Kerstin Felkel ist auf dem Feld für Schwerin. Schon läuft es in der Abwehr etwas besser. Es läuft vorne im Angriff. Und der nächste abgefälschte Ball. Auch da keine Chance für Susi Grimm. Erfolgreich wieder die Nummer 14, Steffi Böhnke, erhöht wieder zum 12:10. Und im Gegenzug, Wendy Künzel zum 12:11. Wendy Künzel jetzt mittlerweile mit ihrem 5. Treffer in diesem Spiel. Der nächste Block. Wenn die Künste steht, der Gold richtig. Wieder gut aufgepasst. Schnelle Vorwärtsbewegung. Ball fast verloren. Und nur eine 9-Meter-Entscheidung. Jule Grünwald raus, Jenny Kriegsmann rein auf die Linksaußenposition. Ein früher Wechsel, aber es hat man auch letzte Woche gegen Rostocker HC so. Und Jenny hat ihre Aufgabe ganz gut gemeistert. Und Kerstin Felkel scheint es begriffen zu haben, wie das Spiel funktioniert. Wenn es über taktische Varianten nicht läuft, dann muss man über Einzelleistung kommen. Somit von ihr der zweite Treffer. Jetzt Zwischenstand 12:12 und Schwerin ist im Spiel angekommen. Dorf Mecklenburg tut sich jetzt mittlerweile schwer. Ja.
Und erneute 7 Meter. Und die gelbe Karte für Antje Thormann. Und jetzt heißt das Duell Steffi Böhnke gegen Susi Grimm. Erster Pfosten, dann die Hand von Susi Grimm und kein Treffer. Und jetzt auch das Glück auf Schweriner Seite. Joda Wenk mit einem abgeblockten Ball, der aber unhaltbar ins Tor fällt. Keine Chance für Sandra Lamprecht im Tor der Mecklenburgerin. Und somit die erste Führung für Schwerin 13-12. Und das Team-Timeout von Holger Damionat für den Mecklenburger SV. Leichte Ratlosigkeit scheine ich da zu sehen. Es ging auf beiden Seiten sehr ruhig zu einer Auszeit, auf Schweriner Seite wie auch auf der Mecklenburger Seite. Unzufriedenheit sieht anders aus bei den Trainern. Mal sehen, ob beide Trainer jetzt ihre passenden Worte gefunden haben, die richtigen Worte. Jetzt auch Jenny Oldendorf im Spiel, die auch gestern für die TSG Wismar in der Bundesliga unterwegs war. Toll in Szene gesetzt, toll ausgeführt durch Marie Künscher. Und den Treffer zum 12-14 damit erzielte. Ich kann leider nicht alles kommentieren. Ich habe hier nicht ganz astreinen Blick auf die Linksaußenposition. Einzige, was zu sagen bleibt, Schwerin bleibt im Ballbesitz. Wahnsinn gemacht, Wahnsinn. Einfache Kreuze, unheimlich viel Platz. Und dann kann Marie Kinscher sich noch einen Kaffee unterwegs holen und kann das Ding ganz locker einnetzen. Da steht 12-15 für Schwerin. Jetzt macht sie auf Mecklenburger Seite auch bemerkbar, dass eine Spielerin wie Kaminski oder auch wie Johannesson eben gerade mal im Spiel fehlen. Kaminski gar nicht dabei, Johannesson angeschlagen auf der Bank. Wurfversuch von Böhnke, der geht am Tor vorbei. Und Schwerin wieder mit der schnellen Lösung. Und im Abbruch Spielaufbau. Oh, da hat Kerstin Fäckel ein bisschen zu viel gewollt. Jetzt kommt Sandra Johannesson wieder. Unglücklicher Wurfversuch von Jana Dürschauer. Ja.
den Wurf angegriffen von Jenny Ollendorf, was mit einer 2-Minuten-Strafe geahndet wird und dem 7 Meter für Schwerin. Dort tritt an Wendy Künzel gegen Sandra Lamprecht. Wenn die Künstler nur mit dem Pfostentreffer, der Abpraller landet am Fuß von Jana Dirschauer. Freiwurf für Schwerin. Und immer noch die Möglichkeit auf 4 Tore Vorsprung. Nur weggeworfen. Kein Tor, sah fast aus, als Antje Tormann das Ding mit dem Fuß gemacht hat. Kameramann kann es mir auch nicht bestätigen, aber es sah fast so aus. Somit bleibt es beim 12:15 für Schwerin. Die Dorf Mecklenburg kriegt mehr und mehr Probleme mit der massiven, gut gestaffelten Abwehr der Schwerinerin. Und eine 2-Minuten-Strafe für Antje Tormann. Glücklich auf den Rücken gefallen, Sandra Johannesson. Sie steht wieder und es geht auch weiter. Ja. Hier die letzte gelbe Karte für Schwerin, Jenny Kriegsmann. Auch Schwerin jetzt hat das Kartenkontingent ausgeschöpft. Das heißt, auch dort geht es nur noch mit der 2-Minuten-Strafe weiter. Es ist noch eine Minute zu spielen. Wird jetzt langsam hitzig. Ein, zwei unschöne Szenen hatten wir ja auch schon. Ui, 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 ui. Da waren sich beide Schiedsrichter eben nicht einig über das Zeitspiel, wie lange es dauern soll. Der aktivere Part war eben gerade beim Feldschiedsrichter. Glimpfig ausgegangen. Marie Kinscher mit Wurfversuch. Aber es bleibt beim Versuch. Nochmal nachgefasst durch Wendy Künzel. Es sind nur noch 5 Sekunden. 2 Sekunden. Halbzeit. Meine Güte. Halbzeitstand hier 12:15 für Schwerin. Wir haben gesehen, eine sehr fahrige erste Halbzeit. Mit vielen technischen Fehlern auf beiden Seiten, vielen Pfostentreffern. Bleibt abzuwarten, dass es in der zweiten Halbzeit besser wird. So, da sind wir wieder zur zweiten Halbzeit.
Mannschaften sind beide da. Schiedsrichter sehe ich leider noch nicht. Schwerin sehr früh auf dem Feld zurück. Wahrscheinlich mit einer gewissen Zufriedenheit, dass es jetzt läuft. Dorf Mecklenburg wird nochmal eingeschworen auf die nächsten 30 Minuten. Sind auch die Schiedsrichter wieder auf dem Weg. Das heißt, es geht in Kürze wieder los. Auf Schweriner Seite wieder der Torwartwechsel, Anna Pöschel wieder im Tor für Susi Grimm. Ob das jetzt zwingend notwendig war, möchte ich erstmal bezweifeln. Weil Susi Grimm hat einen ganz guten Stand dort hinten im Tor. Ansonsten Schwerin noch in Unterzahl. Da Antje Thormann noch mit ihrer 2-Minuten-Strafe auf der Bank sitzen muss. Aufgepasst. War keine Berührung zu sehen am Gegenspieler. Und auch Schweriner Seite jetzt wieder. Antje Thormann mit dem Spiel 6 gegen 6. Und jetzt kann das Schweriner Abwehrbollwerk wieder arbeiten. Und Anna Pöschel mit einer tollen Parade. Katrin Feld wird super in Szene gesetzt von Sandra Johannesson und macht ihren dritten Treffer und verkürzt um 13 zu 15. Und Joda Wang mit einer Riesenrakete übers Tor. Aber auch hier Glück auf Schweriner Seite. Der Konterpass geht mit der Spielerin ins Seiten aus. Da hat Annette Dreves ihre Beine nicht ganz unter Kontrolle gehabt. Und wenn die Künste 16 zu 13 durch eine tolle Einzelaktion. Und gleichzeitig im Gegenzug die 2-Minuten-Strafe für Wendy Künzel. Schwerin jetzt wieder in Unterzahl, 5 gegen 6. Schrittfehler. Ja, ich habe gerade gesagt, Schrittfehler, natürlich auch gesehen vom Schiedsrichter und gepfiffen. Schwerin jetzt wieder im Spielaufbau. Die Mecklenburger Deckung zieht sich ein bisschen raus auf ein 5-1. Aber da entsteht die Lücke, die Joda Wenk nutzt. Mit viel Glück.
Glück und dem Vorteil abwartenden Schiedsrichter erzielt sie den Treffer zum 13:17 für Schwerin. Sagen, Schwerin kommt etwas besser aus der Kabine. Anna Böschel mit dem gehaltenen Ball gegen Sandra Johannesson. Und Jenny Kriegsmann mit dem Pfostentreffer. Katrin Feld wird jetzt schon immer wieder gedoppelt am Kreis dort von den Schwerinerinnen. Eine sehr kraftvolle Kreisläuferin, die sich definitiv gekonnt im 1-1 durchsetzen kann. Aber das hat Schwerin jetzt mittlerweile gut eingestellt mit dieser Doppeldeckung, sobald sie den Ball bekommt. So ergeben sich natürlich auch für die Mecklenburgerinnen weniger Anspielstationen. Tolle 9-Meter-Variante, führte aber leider nicht zum Erfolg, da Anna Pöschel in der tollen Parade Jana Martin den Ball abkauft. Wendy Künzel erhöht zum 13:18 für Schwerin. Wurde ihr auch in dieser Phase sehr leicht gemacht. Eine passive 6-0-Abwehr klebt regelrecht am 6-Meter-Kreis. Hat sie keine Probleme, bei 7,5 Meter aufzusteigen und mit ihrer Wurfkraft. Hat sie natürlich Erfolg. Auch hier Marie Künscher durch eine gut gestaffelte Abwehr kommt Schwerin in die Kontersituation. Marie Künscher nutzt es aus zum 13:19. Man könnte jetzt fast sagen, es wird langsam standesgemäß hier in Dorf Mecklenburg, die kein Mittel mehr finden. Die Schweriner Abwehr zu knacken. Passives Spiel angezeigt. Anna Pöschel greift Sandra Johannesson den Ball ab. Henny Künzel macht den Ball nochmal schnell. Kerstin Fegel. Oh. Bös verzogen. Ah, sie hadert mit sich selbst und dann gehen wir mal davon aus, dass der nächste Ball wieder im Netz landet. Schade, es wäre die Möglichkeit gewesen, auf 7 Tore wegzuziehen. Somit bleibt es beim 6-Tore-Vorsprung für Schwerin. Es ist toll zu beobachten, wie die Schweriner Abwehr jetzt mittlerweile sich darauf eingestellt hat. Um ein ums andere Mal auch mit einem erfolgreichen Block im Ballbesitz zu kommen. Und Marie Künscher beschleunigt wieder, trägt den Ball nach vorne. Jenny Kriegsmann hat noch kein Glück. Ihre zweite Möglichkeit. Ihr zweiter Fehlversuch. Thank you.
Ja, auch hier im Publikum leichte Verwirrung über die Situation eben. Entweder war es ein Auflaufen oder ein Stimmerfoul. Schiedsrichter haben weiterlaufen lassen. Und Marie Kinscher greift zu. Jetzt Jenny. Jenny kriegt man, jetzt ist sie sicher. Erhöht zum 20:13 für Schwerin. Und das Team dann auch von Holger Damionat, dem Trainer vom Mecklenburger SV. Zufriedenheit sieht anders aus. Trotz des hohen Rückstandes für die Mecklenburgerin eine sehr ruhige Ansprache. Ist auch immer das Bessere, was man tun kann. Die Mädels nochmal darauf besinnen, was sie in der Anfangsphase alles richtig gemacht haben. Kann man für die Mecklenburgerinnen hoffen, dass sie es jetzt nochmal umsetzen, damit es weiterhin ein spannendes und packendes Spiel bleibt. Jetzt auf dem Feld sehe ich gerade für Jenny Kriegsmann Steffi Dube auf der Linksaußenposition. Anna Pöschel. Mit der guten Parade. Mit dem langen Konterpass auf Steffi Dube, die aber gar nicht zu überhastig reagiert, sondern nochmal den Kopf hochnimmt. Und einen schönen Diagonalpass spielt zu Kerstin Fegel, die durch eine tolle 1-1-Situation am Gegenspieler sich vorbeiarbeitet und einnetzt zum 21:13. Und Kerstin Fegel macht gleich noch einen obendrauf. 13:22. Kerstin Fegel mit ihrem vierten Treffer in diesem Spiel. Es scheint so, als ob Dorf Mecklenburg platt ist. Keine Lösung mehr einfallen. Jetzt mal der super tolle Versuch. Ein Doppelpass zwischen Johannesson und Jana Dirschauer. Das ergibt sich dadurch die Lücke auf der rechten Kreisposition, die Jana Dirschauer dann zum 14:22 nutzt. Kerstin Fegel scheitert. Dorf Mecklenburg jetzt mal wieder mit einer schnellen Bewegung nach vorne. Tollen Anspiel von Johannesson auf Annette Reeves, die mit ihrem ersten Treffer, und sie verkürzt zum 15:22 für den Mecklenburger SV. Toll erarbeitet, diese 7-Meter-Entscheidung. Und es tritt an Wendy Künzel wieder gegen Sandra Lambrecht. Und jetzt macht sie es besser. Wendy Künzel zum 23:15.
Rana Dürschauer. Einfach mal aufgestiegen bei 8 Meter. Wird nicht gestört. Und verliert die Torhüterin. Und verkürzt zum 16:23. Kann es anscheinend von jeder Position. Hier von links außen und sie erhöht zum 16:24. Und mittlerweile mit ihrem 5. Treffer in diesem Spiel. Ausgangspunkt. Eine tolle Kombination, das Ablaufen der Position und den Ballverlust auf Mecklenburger Seite. Antje Thormer mit dem langen Ball auf Steffi Duwe. Die lamentiert gar nicht lange. Ball weiter auf Kerstin Felkel. Aus dem 9 Meter heraus. Macht sie ihren 6. Treffer zum 16:25. Torwartfehler Anna Pöschel und Steffi Bönke mit dem 4. Treffer und dem Anschluss um 17:25. Kaum ausgesprochen fällt der nächste Treffer für die Schwerinerin durch Wendy Künzel. 17:26. Schrittfehler von Johannesson. Ja, mein Kameramann wollte mich gerade darauf hinweisen, dass ich mich verzählt habe. Ich habe ihm gerade nochmal die kleine Feinarbeit der Mathematik erklärt und er stimmt mir zu, dass wir jetzt beim 17:27 sind für Schwerin durch Kerstin Felkel. 10 Tore Vorsprung für die Schwerinerin. Scheinbar kann man hier heute noch was fürs Torverhältnis tun. Dazu muss man wachsam bleiben. Geblockter Ball von Felkel an Johannesson. Steffi Bönke mit ihrem 5. Treffer und dem Anschluss 18:27. Pause für Wendy Künzel, jetzt wieder Jule Klut auf dem Feld. Gegenspieler kann sie bei 9 Meter aufsteigen.
mit dem Aufsetzer erfolgreich 18-28. Parade Anna Pöschel. Na nur kurze Verwirrung. Steffi Böhnke. Und wieder geblockt, aber wieder nur abgefälscht. Keine Chance für Anna Pöschel. Und Anschlusstreffer zum 19-28. Halbzeit nicht gelungen ist, klappt jetzt in der zweiten. Ihr zweiter Treffer und das 19-29. Der Wurfversuch von Böhnke geblockt. Johannesson. Treffer. Sandra Johannesson mit ihrem vierten Treffer und dem 20-29. Einzelleistung, Kerstin Felkel, Treffer Nummer 8 und insgesamt der 30. für Schwerin. Dagegen stehen 20 von Dorfmecklenburg. Das heißt klare 10-Tore-Führung. Und jetzt Jule Grünwald wieder auf dem Feld. Gucke gerade am Kreis, wird sie spielen für Antje Thormann. Steffi Böhnke schießt weiter. Auch sie mit ihrem siebten Treffer mittlerweile. 21-30. Starker Pass, ganz starke Auslegung von Marie Kinscher auf Jule Grünwald. Die wird regelrecht aus der Luft gerissen. Bekommt dafür den 7 Meter. Und jetzt Steffi Dube am Punkt gegen Sandra Lamprecht. Und Steffi Dube mit dem Treffer. Johannesson 1-1 über Kerstin Felkel. Erfolgreich 22-31. Jetzt geht es wieder Schlag auf Schlag. Kurze Konfusion, ob die Schiedsrichter den 9 Meter anpfeifen oder nicht. Nein, sie pfeifen ihn nicht an. Dadurch Zeitspiel nicht länger halten, ist bald als 3 Sekunden. Daher der Pfiff und der Freiwurf für Mecklenburg, die daraus Profit schlagen durch Katrin Feld mit dem Treffer zum 23-32. Und trifft
Zum 23, 32. Judith Reeves mit dem Anschlusstreffer für Mecklenburg zum 24-32. Schwerin kontrolliert das Spiel nach Belieben, hat man das Gefühl. Dorf Mecklenburg findet kein probates Mittel, die Angriffsmaschine aufzuhalten, insbesondere Kerstin Ferkel, die sich wie als Kopf der Mannschaft herauskristallisiert, selber gefährlich ist, taktische Sachen ansagt. Passives Spiel angezeigt, 9 Meter. Jetzt muss es schnell gehen. Jule Kluth setzt es um. Vierter Treffer von ihr zum 24-33 für Schwerin. Wollte ich gerade sagen, Dorf-Mecklenburg fällt nichts mehr ein. Dann der 9 Meter gestellt für Sandra Johannesson, die mit ihrem 5. Treffer in diesem Spiel, und sie verkürzt damit auf 25-33. Noch 4,5 Minuten. Aus dem technischen Fehler heraus profitiert Franziska Bolz für Dorf Mecklenburg und verkürzt um 26:33. Und Sandra Lambrecht mit einer tollen Parade gegen Marie Kintscher. Und Dorf Mecklenburg wechselt jetzt die Torhüterin mit der Nummer 16, jetzt Sarah Steffens im Tor. Hat jetzt nochmal 3-4 Minuten Zeit, sich auszuzeichnen. Sandra Johannesson, nächster Treffer, 27-34. Ja,
Ja, das Fazit des Spiels würde ich sagen, Schwerin momentan mit dem schweren Beginn in jedem Punktspiel, was sie haben. Kommt nicht richtig in Tritt. Heute mit der Einwechslung von Kerstin Ferkel die entscheidende Veränderung. Jetzt scheitert Kerstin Ferkel an Sarah Steffens. Aber auch da Dorf Mecklenburg nicht mehr mit klarem Kopf. Wenkwurfversuch, Sarah Steffens mit der Parade, aber der Nachwurf von Marie Kimtscher, keine Chance für Sarah Steffens im Tor der Mecklenburgerinnen. Und somit die Führung 35-27. Fehlpass von Johannesson. Jetzt noch eine Minute knapp zu spielen, bisschen mehr als eine Minute. Schwerin gewinnt, verdient, obwohl sie es am Anfang sehr, sehr schwer getan haben. Waldorf Mecklenburg hat sich natürlich heute bemerkbar gemacht, dass eine Spielerin wie Kaminski fehlte. Und Anna Pöschel holt nochmal eine starke Parade gegen Katrin Feld, die verletzt am Boden liegen bleibt. Auch da scheint für die letzten 37 Sekunden weiterzugehen bei Katrin Feld. Noch 30 Sekunden. Somit 35-27 für Schwerin. Ein verdienter Erfolg, der sich in der ersten Halbzeit hart erarbeitet werden musste. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
Hallo liebe Handballfreunde hier aus Dorf Mecklenburg, wo der SV Grün-Weiß den Mecklenburger SV mit 27-35 schlägt. Wie habt ihr das Spiel aus eurer Sicht gesehen? Ja, also für uns war eigentlich von vornherein klar, dass wir in diesem Spiel nur eine Chance haben, wenn wir wenig und gar oder gar keine Fehler machen. Das ist uns 20 Minuten, denke ich, sehr gut gelungen. Und danach wurden halt die Fehler konsequent bestraft und damit geht der Sieg, denke ich mal, auch völlig in Ordnung heute. Gut, Andreas, aus deiner Sicht, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, na gut, es war ja ein typisches Derby. Es ist ein bisschen holprig, hat es ein bisschen angefangen, aber ich habe eigentlich Vertrauen in meine Mannschaft gehabt und ich wusste, dass wir konditionell irgendwo noch eine Schippe drauflegen können. Wir haben natürlich ein paar bisschen Probleme gehabt in der Abwehr. Ich hatte das vor dem Spiel schon gesagt, dass wir da ein bisschen anders stehen müssen, wenn die Katrin Feld dort am Kreis steht. Und in der zweiten Halbzeit haben sie das einfach besser gelöst und wir sind dann in unsere gewohnten Ballgewinne gekommen und konnten dann unser Tempospiel aufziehen. Und ich denke mal, das ist nur in der Höhe und so auch verdient gewesen. Ja gut, die ersten 20 Minuten für Dorf Mecklenburg aus Mecklenburger Sicht super, aus eurer Sicht sehr, sehr verschlafen. Ja, man darf das jetzt nicht überbewerten. Natürlich wollten die Mecklenburger hier auch zu Hause zeigen, wer der Platzhirsch ist. Und wir haben nun ein bisschen gebraucht, bis wir auf Betriebstemperatur gekommen sind. Und ja, letztendlich ist das alles gut. Wo geht's für Mecklenburg in nächster Zeit hin? Ja, also für uns war das Ziel in dieser Liga eigentlich von vornherein klar, dass wir eigentlich im Mittelfeld mitspielen wollten. Dort stehen wir auch noch im Moment und von daher denke ich mal, ist das auch weiterhin das Ziel, im besseren Mittelfeld platziert zu sein. Was sind eure nächsten Gegner? Oh, das ist eine gute Frage. Kann ich im Moment nichts drauf antworten. Wie sieht's bei Schwerin aus? Wo geht's da als nächstes hin? Also wir fahren nächstes Wochenende im Landespokal zum Rostocker HC und werden dort am Sonntag, den 6.3. um 10.45 Uhr den Landespokal ausspielen und wollen dann natürlich auch ins Final Four. Und dann haben wir als nächstes dann den Oranienburger HC zu Hause im Heimspiel. 10.45 Uhr, ist das nicht eine etwas ungewöhnliche Zeit für euch? Das ist so ungewöhnlich, aber die Rostocker haben keine andere Halle zu dieser Zeit bekommen und naja, müssen wir einfach mal früh aufstehen. Das ist ja vielleicht auch mal ganz gut. Beste Spielerin aus Sicht des SV Mecklenburger vom Grün-Weiß? Also welches ist jetzt die beste Spielerin von Grün-Weiß? Ja, also ich denke mal, so groß hervorheben. Sie haben ganz starke Außen. Die Marie Kinscher ist sicherlich sehr stark dort auf rechts außen. Aber auch ansonsten im Rückraum gibt es sicherlich ein, zwei Spielerinnen, die gut gespielt haben heute. Ich würde da nicht so sehr viele herausheben. Es war eigentlich ganz ordentliche Mannschaftsleistung. Gut, Andreas, bei dir auf Mecklenburger Seite? Naja, da gibt es das magische Dreieck, das ist Johannesson, Feld und Dirschauer oder auch auf der anderen Seite die Halbe. Das ist, denke ich mal so, das Dreieck, was gut zusammenspielt und uns ziemlich viele Probleme gemacht hat heute. Und ja, das sind so die Sachen, die ich dazu sagen kann. Ja gut, Marie Kinscher heute wieder mit dabei gewesen. Ich erinnere mich an einen Ausspruch von Roberto als Kommentator. Sie kann sich zwischendurch nochmal ein Stück Kaffee holen und dann das Tor werfen. So, es war so in der 24. Minute. Ja, na, das ist Marie Kinscher war jetzt krank sehr lange und hat Antibiotika genommen. Ist heute ihr erstes Spiel wieder nach langer Zeit. Oder zumindest nach dieser Woche krank. Und da hatte sie auch mal ein paar Knieprobleme. Das ist jetzt auskuriert und jetzt wird sie sicherlich wieder zur gewohnten Form auflaufen. Aber ich muss auch allen anderen in der Mannschaft ein Kompliment machen. Auch als sie krank war, wurde der Verlust kompensiert. In der letzten Woche war zu sehen gegen Rostock. Und ja, es war eine geschlossene mannschaftliche Leistung heute. Und da gibt es eigentlich auch keinen, den man direkt hervorheben sollte. Ihr hattet auch Ausfälle zu verzeichnen. Wie sah das bei euch oder wie lag das bei euch? Ja, also Ausfälle in dem Sinne kann man so nicht mehr sagen. Bei uns ist sicherlich so, dass Annika Kaminski uns an allen Ecken und Enden fehlt. Aber die hat aus gesundheitlichen Gründen im Prinzip aufgehört zu spielen. Und wir hatten halt von Beginn an einen ziemlich dünnen Kader. Und ja, damit ist natürlich dann schwierig mit der Kondition und dem 60-Minuten-Tempo-Handball zu spielen. Das schaffen wir natürlich nicht. Okay, dann bedanke ich mich bei euch beiden für das nette Interview und gebe dann zurück.